So, dann wollen wir uns mal weiter durch das Monster-Level prügeln. Oh, hier ist schon der Schlüssel. Also in jedem Bereich war ja bisher ein Schlüssel gewesen. Die kommen mal alle zu Z. Wir haben jetzt schon 5 Stück. Wie viele Räume waren das eigentlich? Na gut, das können wir ja gleich sehen. Na gut, da war keiner. Oh, die ganzen Ninja-Sterne haben wir vergessen aufzusammeln. Die können alle schön zu Elijah. Da geht's nicht lang. Eigentlich müssen wir jetzt hier nur noch raus und in den Hauptraum. Ja, volles Rohr. Und das noch. Und überhaupt. Und schieß und. Oh, Gosmog ist ganz schön runter mit seinen Lebenspunkten. Und wir haben hier immer noch keinen ordentlichen Heilzauber gefunden. Also diesen Heiltrank. Aber da kann man nichts machen. So, alle sind gut ausgerüstet. Ich habe übrigens ein bisschen recherchiert. Also das Schwert ist um einiges besser als dieser Falchion. Das heißt, der kann eigentlich schon weg. Und dieser Umhang hier kann auch als Amulett getragen werden. Das heißt, er bräuchte eigentlich nur einen neuen Brustpanzer. Dann hätte er recht gute Rüstungsklasse. Aber da können wir ihm ja eigentlich den hier geben. Denn im Ideal. Da steht jemand vor uns. Oh. Hab ich doch richtig gehört. Ich hörte da im Hintergrund immer so Schritte. Hat sich da eine Mumie an uns rangeschlichen. Wie auch immer das gehen soll. Also ja, im Idealfall sollte Nabi ja gar nicht getroffen werden. Also geben wir jetzt ihm die Rüstung und das da als Rüstung. Leider können wir uns nirgendwo unsere Rüstungsklasse anzeigen lassen. Aber er müsste jetzt einigermaßen gute AC haben. Natürlich nicht so gute wie er mit seinem besseren Plattenpanzer und dem Kettenhemd, aber jedes bisschen hilft. Also er hat Helm, ein Helm braucht er noch. Und die Robe müssten wir auch bald ersetzen, weil die bringt nicht wirklich viel. So, du solltest nicht mit dem Pfeil werfen, sondern mit Keulen. Die holen wir dir jetzt gleich. Da noch eine Keule, du auch noch eine Keule und so. Jetzt schauen wir weiter nach dem Ausgang. Auch wenn die Erfahrungspunkte ja ganz okay hier drin sind. An jeder Ecke irgendwelche Gegner, die man angreifen kann. Wir haben jetzt hier drin schon 2 Ninja-Level bekommen. Ja, das ist immer gut. Das war die Kreaturenhöhle. Hier war der Steinraum, da waren wir auch schon drin. Dann fehlt noch hier eine Tür. Und das war's dann schon. Oh, sind wir ja gleich durch mit diesem Bereich. Ah, das war die Halle des Hüters. Obwohl, jetzt ist es gar nicht mehr so schlimm. Ich weiß, dass hier ein Steinmonster kommt. Und das war das erste Mal damals, als ich auf so ein Vieh gestoßen bin. Und das war ziemlich garstig. Weil ich kannte da die ganzen Zaubersprüche noch nicht. Und ohne den Giftzauber sind die echt übel. Also zumindest glaube ich, dass hier die Steinmonster kamen. Und da es ja nicht das Originalspiel ist, sondern ein Mod, kann ich mir auch vorstellen, dass sie noch ein paar Überraschungen mit reingepackt haben. Also wahrscheinlich mehr als nur ein Steinmonster zum Beispiel. So, hier sind überall. Oh, hier sind überall blaue Männer mit Keulen. Und wir dürfen nicht vergessen, die Steine mehr aufzusammeln, sonst haben wir halt keine mehr. Also hier sind überall Räume mit Schaltern daneben. Ah, und da ist das Steinmonster. Werfen wir mit allem, was wir haben. Sind ja schließlich alles Ninja-Level, die wir trainieren. Und der steht richtig schön mittig. Also wird von allem getroffen. So, nehmen das und das. Und kommen wir an die Keule ran? Nee, ne? Doch, schön. Giftzauber. Ah, schön. Zauberer-Level. Das ist sein zweiter Zauberer-Level. Mana hat er jetzt 35. Elijah hat 39. Oh, wird ja langsam. Ups, das war der falsche. Und tot ist der Wächter des
Wachraums oder wie auch immer das hier hieß. Ist schon ganz schön albern, wenn man weiß, wie man sie töten muss. Aber na gut. So, das kriegst du auch. Steinchen alle zu ihm. Da ist noch ein Steinchen. Bist du voll mit Steinchen? Nein. Einer. Ups. Einer fehlt da. So, also noch mehr Türen, noch mehr Räume. Da ist eine Truhe. Gehen wir doch da mal rein. Okay. Ah, die Schalter sind immer Teleporter, die angehen. Also drücken wir jetzt da drauf und er ist weg. Weg wohin ist die Frage? Also hier war am Anfang. 3, 4, 5, 6, 7 Räume sind's. Das heißt, allzu lange wird es nicht dauern. Wir haben jetzt schon dreimal gedrückt. Da. Nicht gegen die Wand laufen. Wir wollen gucken, wo die Kiste ist. Da ist die Kiste. Das war jetzt das vierte Mal. Ich sollte mich echt mehr konzentrieren beim Zählen. Fünfte Mal. Nicht gegen die Wand laufen. Sechste Mal. Und wo ist das letzte Mal? Oh, wir haben schon siebenmal gedrückt. Na gut, Kiste haben wir. Damit hier hoffentlich der Schlüssel drin sein. Nein, ein Spiegel. Und die Kiste sollte zu jemand anderen, der nicht so überladen ist. Zu ihm zum Beispiel. Oh, durch die Kiste wird er überladen. Das ist nicht gut. Ja, die brauchen unbedingt mehr Krieger-Level und mehr Ninja-Level, damit sie auch mehr tragen können. So, die Fackel kann weg. Wir benutzen dafür den Zauber. Dann ist er schon nicht mehr überladen, das ist gut. Auch wenn er bei der ersten Berührung gleich wieder überladen sein wird. Essen können wir ein bisschen aufbrauchen. Auch wenn die fast alle am Platzen sind. Und er ist auch überladen, weil er eine Keule zu viel hat. Und das reicht auch schon. Was ist hiermit? Neues Leben für alte Knochen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Na gut, gehen wir raus hier. Obwohl, wir haben den Schlüssel noch gar nicht, ne? Aber hier war nur die Truhe. Gab es irgendwo noch? Ah, dafür wird der Spiegel sein. Jo. Nein, du sollst nicht mit einem Spiegel kämpfen, du sollst mit einem Schwert kämpfen. Sterbt oder unsterbt, ihr untoten, gestorbenen Dinger. So, tot. Stein kommt mit. Essen kommt immer mit. Schlüssel kommen zu Set. Und dann haben wir jetzt sechs Stück. Schön, schön. Du hast schon wieder eine Keule zu viel. Und, schön, neue Tunika. Die fehlt ihm ja. Er hat ja seine Cosmog gegeben. Bräuchte nur noch was für ihn. Also Hose und Robe. Weil es sieht zwar ganz schick aus und es passt auch zum Magier, aber damit werden wir uns anfreunden müssen, dass Optik hier echt nicht alles ist. Denn später laufen auch die Magier im Plattenpanzer rum. So. Also, Schlüssel haben wir. Können wir hier noch irgendwo hin, wo wir noch nicht waren? Nee, also da geht's zurück zu dem Spiegeldingens und den ganzen Räumen. Und hier ist nur ein anderer Weg. Und der führt raus. Gut. Also haben wir jetzt hier alle Türen abgearbeitet. Ja, wähle deine Tür, wähle dein Schicksal. Das heißt, von hier kamen wir. Gehen wir mal auf der anderen Seite raus. Oh, es gibt keine andere Seite. Aber dann gehen wir nochmal die Klamotten kurz durch. Wir haben eine Elfenhose, wir haben Sandalen, die brauchen wir nicht. Wir haben eine Lederhose. Die kann Elijah mal anziehen. Dann haben wir noch ein Elfenhemd, eine Ninja-Hose, eine alte Robe, die kann weg. Noch eine alte Robe. Lauter Schriftrollen, die können weg. Kann auch weg. Und eine Tunika. So.
Jetzt sieht er zwar eher aus wie ein Holzfäller als wie ein Magier, aber er dürfte ein bisschen mehr Rüstungsklasse haben, falls er mal von hinten angegriffen wird. Seht ihr hier, er hat sich gerade umgedreht, weil wir hinterrücks angegriffen wurden. Das heißt, je nachdem, wie wir positioniert sind und wie die Gegner positioniert sind, können sie uns auch von der Seite und von hinten angreifen. Das finde ich ganz cool gelöst für so ein altes Spiel. Also für so ein richtig altes Spiel. So, also hier kamen wir rein. Das heißt, irgendwo müssten wir jetzt die Schlüssel abgeben können. Hier war die geheime Wand. Das heißt, wir müssen, da geht's zu den Räumen. Also müssen wir hier weiter. Und da haben wir die erste Tür. Gut, gut. Erster Schlüssel. Zweiter Schlüssel. Dritter Schlüssel und da ist ein Altar. Das ist schon mal praktisch, falls wir sterben sollten. Mit noch einem Schlüssel, aber einem ganz komischen Schlüssel. Der kommt auch zu Set. Ein rarer Schlüssel. Wie? Altar der Wiedergeburt. Ja, das kennen wir schon. Dann haben wir noch eine neue Flasche, das ist immer gut. Und bitte ein Heilungszauber. Der Spruch des Schwächens nichtmaterieller Wesen. Also das erste Symbol, was ihr da seht, dieser Strich mit dem Kreis drüber, den kennen wir ja schon. Den haben wir auch hier oben rechts ausgewählt. Das ist halt der für Geschoss. Also einmal die Stärke des Zaubers, dann die Art des Zaubers, also hier ein Geschoss. Und dann das Viereck mit dem halben Viereck drauf. Also suchen wir mal einen, der noch gar nichts hat. Also Stärke des Zaubers auswählen, dann Geschoss auswählen. Wenn wir das hier nehmen, haben wir ein Giftgeschoss. Wenn wir das hier nehmen, haben wir ein Geschoss gegen immaterielle Wesen, also Geister. Gut, das sollten wir auch gleich in unser Zauberbuch eintragen. Sonst können wir den Spruch wahrscheinlich gar nicht erst sprechen. Da ist er. Und du kannst auf den Boden. So, schleuder wieder in die Hand. Und Fackeln nehme ich mal raus. Das ist so eine Angewohnheit von mir, dass wir später wissen, hier waren wir schon mal. Denn wenn eine Fackel in der Halterung ist, dann werden wir da noch nicht gewesen sein. Und allgemein, wenn Gegenstände in irgendwelchen Kuhlen liegen, das ist immer ein gutes Zeichen, dass ich schon mal da war und alles mitgenommen habe. So, hier ist dann Schlüssel Nummer 4. Und ich höre Schritte. Hier wäre wohl Tür Nummer 5. Oh. Wir können hier schon runter. Na gut, aber wir haben ja noch zwei Schlüssel. Also wollen wir auch wissen, was da ist. Aber die Tür, kann man die kaputt machen? Jetzt so eine Metallstrebe, das geht es wahrscheinlich nicht. Aber probieren wir es noch ein bisschen. Das ist ja alles Erfahrungspunkte. Nö. Na gut. Schlüssel Nummer 5. Irks. Ja doch, so ist okay. Schmeißen wir erstmal alles, was wir haben. Das sind schließlich Ninja-Level. Schieß. Habt ihr noch Keulen? Nein, ihr habt nur eure Schwerter. Na gut, schießen, werfen. Schießen, werfen. Schießen und alle. Oh nee, du hast noch ganz viele Pfeile. Die kannst du alle schön werfen. Du brauchst nämlich Ninja-Level, damit du mehr tragen kannst. Warum landen die alle hier? Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Na gut, stellen wir mal nicht in Frage. Alles in die Hand. Und nochmal werfen. Sie fliegen. Nö, tauchen hier nicht auf. Na gut, Nabi steht links. Das heißt, er kann ein Giftgeschoss machen. Und kann noch ein Giftgeschoss machen. Und kann noch ein Giftgeschoss machen. Gut, tot. Das für dich. Das kommt nicht weit. So, jetzt müssen wir auf der rechten Seite zaubern. Das wäre Gosmog. Einmal. Zweites Mal kann er nicht. So, tot. Das wäre... Oh, ein Kettenhemd. Schön, schön, schön. Noch nach kleinen Steinen suchen. Die müssen alle zu Nabi. Keule kann zu Elijah. Flasche kann zu Nabi. Und ein Kettenhemd. Das kriegt doch mal gleich Gosmog.
Und die Tunika kann zu ihm. Mehr Steine. Das müssten jetzt aber eigentlich schon genug sein. Aber wir sollten nicht zu viel mitnehmen, sonst haben wir halt wieder ein Gewichtsproblem. Und dadurch gehen wir langsamer und werden, glaube ich, auch einfacher getroffen. So, sonst liegt hier nichts mehr rum. Nee, Wände sind alle. Ah. Ja, das hat jetzt irgendwas gemacht. Oh, Schlümpfe. Werfen. Werfen, schießen, werfen. Und Gift. Ha, war davor schon ein Gang gewesen? Da war eine Tür und die ist aufgegangen oder ist der ganze Gang aufgegangen? Da habe ich jetzt vorher nicht drauf geachtet. Erstmal alles einsacken und dann schauen wir doch mal. Nee, da waren wir noch nicht. Ein Schwert und zwar ein richtiges Schwert und kein Falichon oder wie das heißt. Das heißt, das ist auch besser. Und Hühnchenkeulen. Ja. Jahrealte Hühnchenkeulen, die in einem Dungeon auf dem Boden liegen. Gut, hier ist nichts mehr. Aber wir haben immer noch einen Schlüssel, oder? Ja. Also da war der Schalter. Oh, da ist noch ein Pfeil, den nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Na gut, vielleicht brauchen wir den Schlüssel in der nächsten Ebene. Aber vorher speichern wir mal ab. Das passt ja ganz gut, so als Cliffhanger. LP 0000.